Hallo, Dennis hier. Ich bin Deutscher und das tut mir extrem leid. Ich erkläre euch das, während hier. Boah, jetzt bin ich erschlagen worden von einem Emblem, das sich in eine CD verwandelt. Ich spiele nämlich wieder ein Spiel aus meiner Kindheit und auf dieses Review habe ich mich schon so ewig so total derbe gefreut. Ich spiele nämlich heute Dune. Aber wirklich nicht Dune 2. Dune 2 hatte ich schon oder irgendwie eine Nachfolge, sondern das Original-Dune-Spiel, das noch von Cryo entwickelt wurde und was noch kein reines Strategiespiel ist. Also es ist ein Spiel, das orientiert sich so halbwegs am Film, halbwegs am Buch, dazu aber später. Ich wollte das Review eigentlich schon viel früher machen. Aber es kam immer was dazwischen. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, das Spiel auf DOSBox vernünftig zum Laufen zu bringen. Dann hatte ich das irgendwann geschafft, dann hatte ich keine Zeit, das Review zu machen. Dann kam der Umzug und irgendwo im Umzug ist die CD verschollen und dann konnte ich es auch wieder nicht machen. Und in dem Moment habe ich schon gesagt, ich will das mit der CD-Version machen. Weil es gibt noch so eine normale, kleinere Version um 2 Megabyte rum. Aber die ist einfach nicht so gut. Ich will gerade hier diese Videosequenzen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film von 1984. Dieser David Lynch-Film, Der Wüstenplanet. Und neben einigen Videosequenzen gibt es auch Sprachausgabe in der CD-Version. Ich wollte die Sprachausgabe haben. So, und jetzt habe ich es endlich geschafft. Und endlich mache ich ein Review zu dem Spiel. Und ich freue mich ja so. Aber jetzt überspringe ich mal das Intro, weil das würde dann doch etwas lange gehen. Ich werde versuchen, ein bisschen die Story zusammenzufassen. Genau, hier sieht man es ja schon. Wir befinden uns in der Zukunft und das einzige Material, das zählt, ist das sogenannte Spice. Das Spice existiert aber nur auf einem einzigen Planeten im kompletten Universum und das ist eben der Planet Arrakis, genannt Dune oder der Wüstenplanet, weil der Planet komplett mit Wüste überzogen ist. Dort gibt es keinen Regen und kein gar nichts. Also es ist wirklich total lebensfeindlich dort. Man spielt Paul Atreides, den Sohn des Haus Atreides, also Sohn von Leto Atreides. Er ist der Hausrangfolger hinter dem großen Herzog dieses Hauses. Der Gegner ist hier Baron Vladimir Harkonnen. Die Harkonnen sind ein seit Äonen verfeindetes Haus der Atreides. Und jetzt ist die Situation so, dass die Harkonnen auf Arrakis bereits gesetzt sind. Die bauen dort schon das Spice ab und liefern es ans Imperium. Und der Imperator hat die Atreides hinterhergeschickt, um die Harkonnen abzulösen. Das ist aber nicht einfach so, indem man sagt, ach ja, jetzt fangen wir an und ihr reist ab, wir helfen nur noch beim Kartonspacken, sondern das muss mit Waffengewalt geschehen. Dahinter steckt eine größere Intrige. Aber das würde wirklich extrem weit greifen. Es spielt auch in diesem Spiel keine große Rolle, dass es diese Intrige gibt. Die fällt ganz am Ende auf und dann passiert nichts weiter mehr. So. Man ist hier also in einer Art Adventure-Modus. Das bedeutet, man kann als Charakter umherlaufen. Man findet sich jetzt im Palast der Atreides auf Arrakis. Man ist gerade angekommen. Man hört hier eine schöne Sprachausgabe und das ist jetzt der Herzog Leto Atreides. Ich mache mal kurz ein paar Untertitel auf Deutsch an, damit man so ein bisschen mitlesen kann. Ich spreche jetzt also noch mit ihm. We've spotted three troops of Fremen around the palace. Ja. And I've sent Gurney Halleck to meet them. He's not returned yet. Go there and see. Also man bekommt einen Auftrag. In der Umgebung zum Palast gibt es drei Sieges. Ein Siege ist eine Höhlensiedlung der ansässigen Einheimischen, genannt die Fremen. Das hier ist Pauls Mutter. Ja gut, dass sie mir sagt, dass sie meine Mutter ist. So. So, jetzt bin ich aus dem Palast raus und jetzt könnte man schön durch die Wüste laufen, aber früher oder später stirbt man da. Eher früher als später. Das geht relativ schnell.
Und in dem Spiel ist es auch normal, nie vonnöten durch die Wüste zu laufen. Man hat immer ein Ornithopter. Später bekommt man noch ein etwas alternativeres Transportmittel. So, hier sehe ich eine Karte und kann mein Ziel auswählen. Ich kann wild in die Wüste fliegen und sobald ich über ein Siege drüber fliege, das noch nicht auf meiner Karte eingezeichnet ist, würde mir der Computer sagen, hier ist ein Siege in der Nähe, willst du hinfliegen? Ich fliege jetzt nach Kartak Tuek. Das ist der Name von diesem Siege, weil der Herzog mir gesagt hat, dass sich dieser Gurney Halleck dort befindet. So, und jetzt kommt gleich wundervoll gerenderte Animation eines Fluges. Also ich fand das damals, das war total coole Grafik. Wobei, ja, inzwischen weiß ich, es sind absolut die einfachsten Mittel. Aber gibt schon was her. Und auch das hat die normale Diskettenversion nicht. Solche schön gerenderten Reisesequenzen. Boah, zu diesem Spiel könnte ich so viel sagen. Mann. Ich sollte vielleicht... Ja, ich könnte echt mal ein Let's Play zu dem machen. Eigentlich mag ich Let's Plays nicht, aber ich glaube, hierzu könnte es echt gut werden. I'm Gurney Halleck. Es ist wirklich ein umfangreiches und saucooles Spiel. I've just come into contact with the Fremen. The Fremen have always lived in the sands of Dune. They live in sieges so well hidden that no... I've tried to convince them to work for us. Okay, Paul, I'm going... Genau, so. Man kann immer zwei Personen mit sich mitnehmen, wobei das mit Fremen nicht geht. Also es sind immer die Berater oder die Personen im Palast, von denen man immer zwei mitnehmen kann. Macht mal mehr, mal weniger Sinn. Man muss immer mal wieder, weil es hat ja auch Adventure-Elemente, dieses Spiel, muss man eine Person an einen Ort bringen und irgendwas machen lassen. Jetzt rede ich mit dem Fremen-Anführer und bitte ihn, für mich zu arbeiten. So, dieser Fremen arbeitet jetzt für mich. Ich gebe Befehle an die Truppen und muss nun zuerst auswählen, was diese Truppen machen sollen. Im Moment kann ich nur Gewürzabbau befehlen. So, die fangen jetzt also an, in diesem Siege Gewürz abzubauen. Und das ist im Prinzip schon das komplette Spielprinzip. Man reist umher, man hat natürlich immer wieder mal eine Quest, die man erledigen muss, aber im Großen und Ganzen reist man umher, fragt die Bewohner diverser Sieges, ob sie für einen arbeiten wollen und gibt ihnen dann einen Auftrag. Am Anfang ist das nur Gewürz sammeln. Später... Genau. Der will jetzt zum Beispiel noch nicht für mich arbeiten, der will später dafür für mich arbeiten. Man reist also umher, muss seine Truppen dann befehligen, später muss man Soldaten ausbilden und gegen die Harkonnen kämpfen lassen. Und es ist nicht einfach so, dass man dann schön Truppen auf der Karte hin und her zieht, also man muss die erstmal trainieren lassen. Wenn man zum Beispiel Gurney Halleck in einem Siege stehen lässt, in dem Soldaten stationiert sind, trainiert er diese Soldaten effektiver. Die werden also schneller, besser. Und erst wenn die Soldaten richtig gut sind, kann man sie gegen die Harkonnen setzen. Man kann den Truppen auch Ausrüstung geben. Zum Beispiel die Gewürzspezialisten würden Gewürzsammler bekommen. Oder die Soldaten würden Waffen bekommen. Und so weiter. Später kann man auch Ökologiespezialisten ausbilden. Die würden Pflanzen setzen. Weil es gibt dann später noch die Möglichkeit, dass es Optium Wasser gibt. Und dass es sogar reicht, um eine halbwegs beständige Vegetation aufrechtzuerhalten. Was nützt es zu pflanzen? Pflanzen setzen nützt insofern was, als dass die Pflanzen in Richtung Norden wachsen. Im Norden sind normalerweise die Harkonnen stationiert. Und sobald ein Gebiet, in dem die Harkonnen regieren, mit Pflanzen besät ist, wird das von denen verlassen. Also es wird dann freiwillig aufgegeben. So. Also, wie kam ich denn zu diesem Spiel? Ich hatte Dune 2 gespielt schon als Kind, ich habe da ja auch schon ein Review dazu gemacht. Und dachte dann irgendwann, ja, Dune 1, ich wusste, es gibt dieses Spiel, aber ich wusste nicht, wie sieht's aus. Ich hatte in so ein paar Komplettlösungsbüchern, hatte ich mal wenige ganz schlechte Schwarz-Weiß-Bilder davon gesehen. Irgendwann habe ich dann mal im Laden gesehen, da gibt's dieses Dune-Spiel, ganz alt, so für 10 Mark waren das damals. Ich habe es mir mitgenommen und habe so ein Echtzeitstrategiespiel eigentlich erwartet. Und war dann ein bisschen enttäuscht, als das nicht kam. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das so richtig zu schätzen wusste, wie gut dieses Spiel eigentlich ist.
dass es eben Strategie hat, es hat Adventure, es hat eine super geile Abmischung vom Balancing her. Also es ist nicht so, dass es zum Ende sau schwer wird, aber es wird eben schwerer. Man muss auch den Überblick behalten können. Und ja, wie gesagt, ich habe lange gebraucht, um das schätzen zu lernen, wie gut das Spiel ist. Und durch dieses Spiel bin ich dann auch auf den Film aufmerksam geworden. Weil meine Mutter, die hat dann irgendwie die Packung gesehen und hat dann gesagt, ja, irgendwie da gab es mal einen Film, den habe ich gesehen, hat das Ding mitgespielt. Also sie war und ist großer Fan von The Police. Und vielleicht hat sie deshalb den Film damals geguckt, weil er eben Sting dabei ist und den verrückten Harkonnen-Sohn spielt. Und über den Film bin ich dann auch schlussendlich zu den Büchern gekommen. Und habe die ersten drei Bücher gelesen. Die ersten zwei super genial, also jedem nur zu empfehlen. Das dritte fand ich dann zu abgespaced und seither habe ich es nicht noch weiter verfolgt, weil, wie ich gehört habe, wird der darauffolgende Zyklus, die ersten drei Bücher bilden einen Zyklus, aber wie ich gehört habe, wird der darauffolgende Zyklus echt richtig schwere Kost. Und da habe ich dann eigentlich keine Lust zu. Und es ist schön zu sehen, wie viele Charaktere aus Buch und Film man darin findet, wobei es sich manchmal mehr am Buch orientiert, manchmal mehr am Film. Zum Beispiel gibt's die Charakterin Hara, die im Buch eine beträchtliche Rolle spielt, weil Paul ihren Mann umbringt in einem ehrenhaften Kampf. Und Paul dann sozusagen für sie und ihre Familie sorgen muss. Die spielt im Film, ich glaube in der Extended-Version, die über 3,5 Stunden geht und die fürs TV produziert wurde, ich glaube, da kommt sie mal in 2-3 Minuten vor, aber sehr viel ist es nicht. So, während ich jetzt dem hier noch einen Spice-Sammler gebe, womit er sehr viel schneller die Spice-Ernte vorantreiben kann, komme ich doch schon mal zum Abschluss und da kann ich mich kurz halten, weil es ist ganz klar, ich muss diesem Spiel in allen Punkten 5 Punkte geben. Weil es ist für mich heute noch ein Musterbeispiel dafür, wie man ein gutes Computerspiel macht. Mich stört's immer wieder, wenn ich so große Produktionen sehe, wo ein ganz popliges Prinzip haben, nichts Neues bringen, eher, ja, dann bringt man irgendwelche total blöden Modi rein, einfach nur damit, Hauptsache man hat dann noch irgendein spezielles Gameplay-Feature und kann sagen, oh, guckt mal, unsere Fußballsimulation differenziert sich von anderen Fußballsimulationen, weil so und so. Und da macht man ein bisschen arschgeile Grafik dazu und irgendwie einen komischen Hip-Hop-Soundtrack. Und schon denkt man, man hätte ein gutes Spiel gemacht. Obwohl man dann irgendwas total Inkonsistentes und halt ein Spiel gemacht hat. Hier muss ich 5 Punkte geben, weil ich finde, es ist in sich so total stimmig. Ich muss noch andere Sieges besuchen, meint er. Trottel. Es ist einfach, die Idee stimmt mit der Umsetzung, die Grafik ist in sich total stimmig. Mir gefällt die Musik, mir gefällt die Stimmung, die gemacht wird, mir gefällt das Spielprinzip. Es ist wirklich, irgendwann verliert es zwar an Abwechslung, aber das kann ich dem Spiel nicht mal vorhalten, weil trotzdem, sobald es eben dann daran geht, dass man immer noch mehr Sieges besuchen und noch mehr Leute anheuern muss, ist es eben die besondere Herausforderung an dem Spiel, den Überblick zu bewahren und sich um alle seine Truppen zu kümmern. Und dieses Spiel habe ich immer wieder und immer wieder ausgepackt. Und ich wüsste jetzt nicht, wieso ich es lassen sollte, weil es ist für mich nach wie vor eines der großartigsten Spiele überhaupt. Deswegen in allen Belangen eine super geile Idee, super gut umgesetzt und macht super viel Spaß. Und jedem kann ich nur wärmstens empfehlen, spielt dieses Spiel. Es ist wirklich für mich ein Meilenstein großer Videospielkultur. Und ich könnte hier noch so viel dazu erzählen, aber jetzt ist es wirklich soweit, dass mir die Zeit nicht mehr reicht. Also, sage ich mal, spielt dieses Spiel und tschüss.